Morning, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar wieder. Am Freitag, 11. November, schreiben wir heute. Ich grüße Sie ganz herzlich und hoffe, Sie haben eine gute Handelswoche gemacht, die ja, oder gehabt, die ja durchaus sehr, sehr volatil und spektakulär verlief in Sachen US-Wahlausgang. Jetzt beruhigen sich die Gemüter so langsam und man kann jetzt, wo sich der Staub legt, vielleicht ein Stück weit Klarheit gewinnen. Und wir wollen heute zum Wochenabschluss auf den Euro gegenüber dem japanischen Yen schauen, der hier in vielerlei Hinsicht sehr, sehr interessant ist. Den hatten wir auch beim Devisenradar besprochen. Und das war praktisch hier der Mittwoch, eben der US-Wahlausgang. Da notierte das Währungspaar noch wesentlich tiefer. Wir hatten ja dann das starke Reversal gesehen, also den Risk-On-Modus sozusagen. Zack, alles ging hier nach oben. Die Aktienmärkte erholten sich sehr, sehr dynamisch. Wir hatten ja Tageskerzen. Das kommt geschichtlich nicht oft vor. Also sehr, sehr spannende Umkehrbewegungen, die jetzt dann auch am gestrigen Tag zu weiteren Erholungen führten. Der Yen also sozusagen als sicherer Hafen nicht gefragt. Und insofern wertete der Yen ab und Euro-Yen entsprechend auf. Und jetzt sehen Sie ja hier diesen Widerstandsbereich um 116,20. Da sind wir gestern reingelaufen. Wir hatten sogar am Hoch hier 116,58. Und jetzt ist die Kerze. Moment, wir werden mal hier den richtigen Broker auswählen. Und zwar JFD. Da haben wir nämlich die Kerzen, die der Realität entsprechen. So sieht's aus. Ja. Letztlich hochgelaufen, das Hoch gestern 116,57, knapp 58. Und heute sehen wir so eine kleine Doji-Kerze. Und ja, es zeichnet sich hier eine kleine Unsicherheit, also Unsicherheit ab. Und die Schwäche, die wir hier am Mittwoch unter Umständen weiter erwartet hätten, weil wir hier inmitten dieser Range notieren, setzte sich eben nicht fort. Jetzt aber die Ausgangsbasis umso spannender, weil wir eben am oberen Widerstandslevel notieren. Und das ist eben genau das, was es sehr, sehr spannend erscheinen lässt. Denn hier, als die Mittwochskerze hier um 114,30, 114,50, 114 Yen stand, da war eben ja letztlich die goldene Mitte angesagt und rein technisch ein Lauf nach unten durchaus anzunehmen, hier in Richtung dieser Unterstützung 112,80. Das ist, wie gesagt, jetzt hier noch eine ganz andere Ausgangsbasis. Und wenn wir heute nicht über das Hoch rausziehen sollten von gestern, ja, also hier 116,58 einfach mal im Kopf behalten, dann stehen die Chancen unter Umständen nicht schlecht, dass wir heute einerseits ein Stück weit tiefer gehen und andererseits dann sogar hier eben eine, ja, möglicherweise komplette Umkehrbewegung sehen, die dann eben hier sogar noch zu wesentlich tieferen Preisen führt. Wir schauen uns das gleich im Intraday-Bereich an. Ich habe da auch noch die Fuzzy-Vektor-Logik heute. Das, wie gesagt, eigentlich ein Plan aufgrund des Widerstandes, aufgrund des schwachen Wochentages, den wir heute haben. Euro-Yen hier am Freitag mit einer sichtlichen Schwäche versehen. 40% positive Schlusspreise. Das ist statistisch gesehen sehr, sehr gering. Man muss aber aufpassen, hier werden nur die Bewegungen von 7 Uhr bis 22 Uhr gezählt, also nicht der komplette 24-Stunden-Handel, aber eben hier während der European US-Session sozusagen in der Regel ein schwacher Freitagsverlauf und von dieser ausgehenden Situation könnte es hier eben durchaus zu einer Rücklaufbewegung kommen, die hier auch noch zusätzliche Würze erfährt, im Sinne dessen, dass wir hier ein negatives Fuzzy-Vektor-Logik-Pattern haben für den heutigen Tag, und zwar mit 206 Erscheinungen während der letzten Jahre, Trefferquote 63%, und hier führte dies in der Regel zu einem Abschlag von im Schnitt 0,7%. Und das eben in Summe dessen, dass wir am Widerstand notieren, an einem schwachen Wochentag uns befinden, ist die, ja, Chance möglicherweise gegeben, dass es heute eben einen schwachen Ausklang gibt. Dazu müssen natürlich auch die Märkte wieder wahrscheinlich drehen, sodass wir eben hier wieder den Modus haben, dass der sichere Hafen der Yen gesucht wird. Das bleibt mal abzuwarten, eben ob es passiert. Denn natürlich gehen wir über das gestrige Tageshoch raus, dann hätten wir auch signifikant diesen Widerstand hier überwunden. Und dann, ja, dann kann es weitergehen, meine lieben Zuschauer. Dann sehe ich relativ schnell die 118 und Richtung 119 Yen. Möglicherweise dann auch hier nochmal ein Pullback in den kommenden Tagen. Tatsache ist aber, der Preis dürfte dann hier sehr, sehr dynamisch nach oben laufen können. Warum? Ich zeige es Ihnen auch, weil wir hier auch eine sehr, sehr bullische Saisonalität haben. Also unabhängig von dem schwachen Freitag und dem schwachen Pattern, wenn wir eben nach oben rausdrehen, dann sieht das mal nicht schlecht aus, weil wir hier definitiv starken Rückenwind haben,
bis in den Januar hinein. Schauen Sie das mal an. Und das spricht natürlich auch genau die Sprache, dass wir in der Regel eine Jahresabschlussrallye erwarten dürfen. Also zum Jahresausklang die Aktienmärkte relativ gesehen in der Masse der vergangenen Jahrzehnte stark notieren. Und das führt dazu, dass der Yen eben nicht gefragt ist. Und wir sehen es hier saisonal sehr, sehr schön. Der saisonale Trend zeigt hier ganz klar nach oben. Insofern einfach mal aufpassen. Die Trading-Idee heute Short am Widerstand durchaus interessant. Es kann tiefer gehen, keine Frage. Aber bleiben die Märkte weiter hier im Euphorie-Modus und brechen wir nach oben aus, dann muss man sagen, hat man hier sicherlich gute Chancen, eben auf eine weitere Aufwertung beim Euro gegenüber dem japanischen Yen zu zählen. Jetzt gehen wir mal kurz in den Intraday-Bereich, um uns das nochmal ein Stück weit genauer anzuschauen. Wir haben im Prinzip hier auch diese Range. Können wir auch jetzt ein Stück genauer sozusagen auch darstellen. Jetzt wir haben wir eine Unterstützungszone bei 112,80 eben. So, Widerstandslevel auch hier schön einzeichenbar. 116,20. So, und dann notieren wir eben gerade. Und da gehen wir jetzt mal ein Stück weit tiefer in den Chart. Und wir sehen auch heute hier das Pivot-Level. 115,91, 115,90. Wir hatten heute hier in der Asia-Session das Tief bei 115,88. Sollte es hier ein neues Tagestief geben, wäre tendenziell eine weitere Abwärtsbewegung zu präferieren. Das wäre dann definitiv das Szenario, was man hier erwarten könnte. Fuzzy Vektorlogik sagt ein Tief bei 114,95 heraus. Das wäre etwa hier auf diesem Level. Ja. Aber stabilisieren wir uns hier oberhalb des Pivot Points, machen eben ein Hoch über dem gestrigen Hoch, dann sieht es eben entsprechend so aus. Das muss man natürlich als Alternativplan definitiv ins Kalkül ziehen. Es bleibt spannend. Euro-Yen heute für den Freitag sowohl Intraday, weil aktuell auch erst 58 Pips gelaufen. Im Schnitt bewegt sich das Paar hier so um die 120 Pips. Das heißt, wir haben hier doch noch einiges zu erwarten. Es könnte noch sozusagen eine doppelt so große Range nach oben geben, die wir bisher lang gesehen haben. Und insofern dürfte es hier durchaus lohnenswert sein, den Euro gegenüber dem japanischen Yen im Fokus zu halten. Also, werfen Sie mal einen Blick drauf. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ansonsten, heute Nachmittag, meine lieben Zuschauer, haben wir ein JFD Workshop. Hier gibt es den Rainbow inklusive Heike Naschi-Kerzen als kleines Webinar. 14 Uhr geht's los. Können Sie sich bei uns auf der JFD Broker-Seite anmelden. Übrigens dann auch nächste Woche natürlich WOT. Wir sind in Frankfurt, sind Sie natürlich auch herzlich eingeladen. Und insofern sage ich jetzt erstmal danke, wenn Sie hier Spaß an der Sendung hatten. Ich freue mich entweder auf den Nachmittag heute zum Webinar mit Ihnen oder dann nächste Woche das nächste Devisenradar, beziehungsweise dann natürlich spätestens, wenn Sie in Frankfurt sind, zur WOT. In diesem Sinne, viel Erfolg bei Ihren Handelsgeschäften. Auf bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.